Den dritten Teil des Fernsehfilms Fackeln im Sturm bringen wir morgen, Dienstag um 20.15 Uhr. Er trägt den Titel Herren und Sklaven. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass John Jakes Roman zu der Serie Fackeln im Sturm unter dem Titel Die Erben Kains bei SV International Schweizer Verlagshaus AG Zürich erschienen und im Buchhandel erhältlich ist. Das neue Jahr, liebe Zuschauer, hat schon so manche Überraschung gebracht. Keiner weiß im Voraus, ob er die Ohrenschützer oder den Regenschirm mitnehmen soll. Was das Fernsehen angeht, so wollen auch wir Ihnen im neuen Jahr Überraschungen bereiten. Und wenn es nach uns geht, sollten es für Sie angenehme Überraschungen sein. Der Januar 1987 steht im Zeichen neuer Serien im ZDF. Wir wollen Sie in den nächsten 10 Minuten ein wenig darauf vorbereiten, ein bisschen neugierig machen. Viele von Ihnen, genau 44%, haben gestern Abend Fackeln im Sturm gesehen. Darauf müssen wir Sie also gar nicht mehr neugierig machen. Aber neugierig werden sollten Sie auf 2 andere Serien, die im Januar anlaufen und für die hier 2 Kopfbedeckungen stehen. Kochmütze und Krone. Es geht um Deutschlands Meisterköche und um die Grafen von Guldenburg. Bleiben wir bei der Kochmütze. Gute Küche lebt von Frische und Natürlichkeit. Produkte aus der nächsten Umgebung bestimmten Großmutters Speisezettel und sind auch heute noch unverzichtbar für die Meister der neuen deutschen Küche. Lassen Sie sich verführen zum Mit- und Nachkochen, zum Fein- und Reinschmecken und schließlich zum Essen wie Gott in Deutschland. Und nun zu meinem Hauptgericht: Kalbsniere in Düsseldorfer Senfsoße. Die Kalbsniere wird in ihre natürlichen Segmente zerteilt und von Fett und Sehnen befreit. Wir haben dazu schon einen Kalbsfond vorbereitet. Das ist unsere Basis für die Kalbsnieren. Für die Kartoffelfritter verwenden wir diese frisch gehobelten rohen Kartoffeln. Die Nieren in der Mitte. Und dann wird mit dem verbliebenen Kalbsfond beträufelt. Kartoffelfritter, Mangold, Kalbsniere. Zwölf Meisterköche verraten ihre Geheimnisse, immer sonntags um 18.25 Uhr, zum ersten Mal am kommenden Sonntag, also am 11. Januar. Und nun zur Grafenkrone mit den vielen Spitzen, zur neuen Unterhaltungsserie Das Erbe der Guldenburgs mit vielen, vielen bekannten Darstellern. Bei den Dreharbeiten in und um Hamburg hat meine Kollegin Elfi von Kalkreuth zugesehen und zugehört. Diese Spannung, diese innere, die muss jetzt plötzlich explodieren. Ja. Ton ab! Läuft! 12.32, das wird zum ersten Mal. Bitte. Ja, also ich finde, wir sollten es hinter uns bringen. Es hält doch kein Mensch mehr aus. Das finde ich auch. Mach mal Bild frei. So, Udo. Brigitte Horne, Sie sind die große alte Dame bei den Guldenburgs, englischer Abstammung, von konservativer Erziehung. Das mit der feinen englischen Art kennen Sie, glaube ich, nicht nur aus dem Drehbuch. Nein, ich habe ja da eine Weile gelebt, in London. In der Wohnung von Sargent noch dazu. 4 Jahre immerhin, von 34 bis 38. Und dann das andere, nein, das andere war Boston, Massachusetts. Das ist New England, aber ist man auch sehr englisch.
Lässt sich denn diese feine englische Art in Ihrer Rolle als Gräfin von Guldenburg auch bei allen Widersachern durchhalten? Welche Mittel haben Sie, sich durchzusetzen? Welche Mittel? Mhm. Ich finde, die ist einfach richtig. Die ist überzeugt von dem, dass, was sie macht. Die ist gar nicht auf eine Art. Ist gut erzogen, das ist alles. Und macht genau, was sie will. Die weiß genau, was sie will und macht genau. Ja, und sie weiß auch, wenn es nicht mehr geht. Das weiß sie auch. Wie verhält sie sich denn dann, wenn es nicht mehr geht? Das werden Sie ja sehen. Wollen Sie sich die Serie nicht angucken? Ich werde Ihnen das überhaupt nicht erzählen. Fehlt ja noch. Wie? Ich, Thomas, Graf von Guldenburg, habe nun diese ganze Last des Schlosses, des Besitzes, des Gestüts, der riesigen Ländereien, des Bank- und Handel- und Industriewesens auf meinen Schultern. Ich wollte das nie, bin deswegen schon frühzeitig von der Familie weggegangen, habe mich aus den Zwängen befreien können, muss jetzt dieses Erbe antreten und das fällt nicht ganz leicht. Ich glaube, viele würden mich innerhalb der Familie nach wie vor um ein kleines Domizil in Südfrankreich beneiden. Aber sehen Sie selbst. Tja, ich als Evelyn Lauritzen, geborene Gräfin von Guldenburg, ich komme mir manchmal ein wenig wie ein Außenseiter hier vor. Aber sind wir nicht alle irgendwo Außenseiter? Mein Mann, eine nicht standesgemäße Ehe, er sowieso. Meine Stiefmutter, sie ist halt nie die leibliche Mutter. Die beiden Stiefgeschwister, von der Großmutter akzeptiert und geliebt, aber nicht unbedingt als Erben angenommen. Tja, Sie sehen, es geht immer wieder um das Erbe der Guldenburgs. 14 Folgen Erbe der Guldenburgs. Ich habe gehört, es ist zumindest möglich, dass noch mal weitere 14 Folgen gedreht werden könnten. Aha. Mögen Sie die Idee? Ja, na sicher mag ich die Idee, weil die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, ist einer netter wie der andere. Ich meine, darauf freut man sich. Also nur noch hoffen, dass dem Autor was Hübsches einfällt, oder? Bis jetzt ist ihm einiges Hübsches eingefallen. Sehr, sehr viel. Ja, ja, und sonst brauche ich ja bloß zu sterben, oder? Ich meine, ein schönes Begräbnis von der Gräfin Guldenburg, die Alten, ist ja auch nicht schlecht. Aber so wie die gebaut ist im Moment, steht die aus dem Sarg wieder auf, wenn die glauben, ist tot, oder? An diesem Schloss scheint die schnelllebige Zeit spurlos vorbeigegangen zu sein. Aber es ist nicht einfach, konservative Lebenshaltung und Gewinnstreben harmonisch unter ein Dach zu bringen. Die Fassade trügt. In dem 14. Teiler Das Erbe der Guldenburgs spiele ich den Achim Lauritzen, einen mehr oder weniger unsympathisch wirkenden Erfolgsmenschen. Das ist für einen Schauspieler eine interessante, auch schwierige Aufgabe, weil der Zuschauer ihn meistens mit dieser Rolle identifiziert, was ja auch sein soll. Nur, ich habe viele Kollegen kennengelernt, die sehr, sehr, sehr witzige Leute sind. Und ich hoffe, ich habe den Kollegen auch bei der Arbeit Spaß gemacht, wie die Kollegen mir. Es war eine sehr schöne Arbeit mit zwei Regisseuren, die ganz grundverschieden sind vom Temperament her. Die ersten 7 Teile hat Jürgen Goßler gemacht. Ich fand hinreißend die Arbeit, die 2. Teile, ja, Gero Ehrhardt. Sie haben von der 7. Folge an die Regie übernommen. Was ist daran schwierig, wenn man in eine Regie sozusagen einsteigt und sie übernimmt von jemand anders? Die Schwierigkeit liegt darin, dass ich natürlich versuchen muss, den Fluss der ersten Folgen des Kollegen natürlich fortzusetzen. Was nicht immer ganz unproblematisch ist, weil er ist eine Persönlichkeit, ich bin eine Persönlichkeit und jeder versucht natürlich sein eigenes mit einzubringen. Aber der Bogen selbst bleibt natürlich erhalten. Sie haben während der ersten 7 Folgen Regie geführt und während aller 14 Folgen spielen Sie eine sehr sympathische Figur mit einem kuriosen Beruf, nämlich einen Chaosforscher. War das denn chaotisch, diese ganze Geschichte? Die Dreharbeiten sind hoffentlich nicht. Nein, sie waren es auch nicht. Ich glaube, dass wir sehr sorgfältig gearbeitet haben, soweit das also in der gedrängten Zeit und bei dem
Geldrahmen möglich ist. Und von Chaos, da kann da keine Rede sein. Was hat Sie gereizt, die Regie zu übernehmen? Nun, ich habe noch niemals eine Unterhaltungsserie gemacht, Abendserie. Und das Angebot kam sehr früh an mich heran. Und da habe ich gesagt, also wenn, dann möchte ich das aus der Taufe heben. Alle Darsteller erfinden? Naja, also natürlich die Besetzung machen, das heißt die Motive aussuchen. Wir haben ja Schleswig-Holstein nicht umsonst gewählt. Das ist ein für uns sehr unverbrauchtes Land. Und wir sind also weit gereist und haben sehr viel in Kauf genommen, um eben auch den Reiz dieser Landschaft ins Bild zu bringen.